Freiheit erleben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Dirt TV. Mein Name ist Tobias Filippi und ich zeige euch heute den neuen Chausson 660 Exklusivline. Kommt mit! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chausson-Fahrzeuge, die wir bestellen, ist auch dieses Fahrzeug auf Ford-Basis-Fahrgestell mit 170 PS und Automatikgetriebe. Wir bestellen die Autos immer mit Bixen und Scheinwerfern und was beim Ford auch serienmäßig ist, sind die Nebelscheinwerfer vorne. Ebenso zu erwähnen sind die Alufelgen, die in dem Paket von Chausson mit inkludiert sind. Ein weiteres wichtiges Feature ist mit Sicherheit die beheizte Frontscheibe. Man kennt es bei Ford von den PKWs. Auch die ist beim Reisemobil vorhanden. Ja, dann haben wir hier an der Seite den Platz für eine 11 Kilo Gasflasche. Da fragen viele Kunden immer, wieso bei Chausson nur Platz ist für eine 11 Kilo Gasflasche. Der Grund ist einfach, wir haben hier serienmäßig eine Webasto Dieselheizung verbaut. Daher ist es nicht notwendig, viel Gas mitzuführen. Weiter hinten haben wir den Gasaußenanschluss. Auch das ist natürlich eine schöne Sache. Hier kann man Grill anschließen und kann außen grillen. Toilettenbox sollte jedem Camper bekannt sein. Die ist hier von Tedford mit Trolley zum Ausziehen. So, von dieser Seite sieht es noch recht unspektakulär aus, was die Heckgarage angeht. Wir haben hier eine kleine Öffnung, haben Platz für Schuhe unterzubringen, sehen aber vielleicht schon, dass man auf der anderen Seite eine Tür an der Garage hat. Und das ist eigentlich das Besondere, was dieses Fahrzeug ausmacht. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. An der Heckwand bei Chausson sollte man vielleicht erwähnen, dass auch in diesem Jahr wieder Fahrradträgerstangen vorgerüstet sind. Das heißt, man kann hier einfach einen Träger ohne Probleme anbringen, das Ganze auch ohne Werkstatt. Ebenso bekannt bei Chausson ist die sogenannte Technibox an der Seite. Wir haben hier alle Leitungen verlängert der Elektrik, haben links die 230 Volt Sicherungen, die 12 Volt Sicherungen in der Mitte und das Ladegerät auf der rechten Seite. Was ich auch genial finde, ist der Frischwassertank. Den kann man von außen befüllen, aber auch im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen von außen reinigen, was das Ganze natürlich extrem erleichtert. 230 Volt Anschluss für das Stromkabel, das ist, denke ich, bekannt. Hier haben wir den Auspuff von der Gasheizung. Das ist noch, denke ich, ganz interessant. Chausson ist ausgestattet mit einer Außendusche. Ja, was ich auf der anderen Seite schon erwähnt hatte, es gibt eine zweite Tür, um in das Fahrzeug einzusteigen. Und das ist eigentlich mit die Besonderheit an diesem Fahrzeug. Wir haben immer mehr Leute, die E-Bikes mitnehmen, Tauchzubehör, Hunde vielleicht mitnehmen und sich beschweren, dass die Heckgaragen nicht hoch oder nicht groß genug sind und dass man die Fahrräder so schlecht in die Garage reinbekommt. Das ist der Grund, warum Chausson dieses Fahrzeug entwickelt hat. Wir haben die Möglichkeit, von hier hinten über eine Trittstufe die Fahrräder hochzuheben und wirklich ordentlich in der Garage zu verstauen. Wenn man sich die Garage von innen anschaut, sieht man, man hat hier oben die Möglichkeit, Kleider, Rucksäcke oder Taschen zu verstauen. Wir haben Schubladen hier hinten untergebracht. Diese sind auch mit Softclose ausgestattet. Zurösen unten am Boden sollte man, denke ich, auch erwähnen. Und was ich ziemlich pfiffig finde, ist das Regal, das man hier an der Seite hat und bei Bedarf mit als Stauraum dazunehmen kann. Am Eingang links sollte man vielleicht noch zeigen, auch hier hat man die Möglichkeit, wenn man das Fahrzeug betritt, direkt seine Jacke aufhängen zu können oder auch natürlich Licht einschalten zu können. Auch die Küche im Fahrzeug ist auf jeden Fall großzügig angesiedelt. Wir haben links das Kochfeld mit zwei Kochplatten, Piezozünder ist natürlich vorhanden, ein Spülbecken auf der rechten Seite und ganz wichtig für viele, Platz für die Kaffeemaschine oder zum Schneiden. Im Küchenblock finde ich auch sehr schön,
haben wir viele Schubladen. Das ist immer ein Wunsch der Kunden. Und auch die alle mit Softclose ausgestattet. Zum Kühlschrank sollte man vielleicht sagen, wir haben hier einen Dometic-Kühlschrank als Kompressor-Variante verbaut. Das heißt, im Sommer hat man keine Probleme damit, dass die Temperatur im Kühlschrank kalt ist. Ja, auch das Bad finde ich absolut gut gelungen. Man kennt es bereits vom Pössl Summit, der ja vor 2 Jahren, glaube ich, bahnbrechende Verkaufszahlen aufgrund des Bades erreicht hat. Wir haben ein sogenanntes Schwenkbad verbaut. Das heißt, man kann die komplette Badwand auf die Seite schwenken, um zu duschen. Ja, ein weiterer großer Kritikpunkt ist oft der kleine Wohnbereich oder die kleine Sitzfläche, die die Fahrzeuge bieten. Und da muss man sagen, hat Chausson hier natürlich eine riesige Wohnlandschaft gebaut. Wir haben eine riesige Sitzecke. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, einen bis zu 32 Zoll großen Fernseher unterzubringen. Wir können den Tisch bei Bedarf auf die doppelte Größe ausklappen. Die haben das Schmetterlingstisch genannt. Und man kann, wenn man Nachbarn einlädt, hier auch noch mehrere Sitzmöglichkeiten schaffen. Bestimmt haben sich schon einige gefragt, wo sich das Bett in diesem Fahrzeug befindet. Man kennt es ja von klassischen Grundrissen, dass eben das Schlafzimmer hinten im Heck untergebracht ist. Bei Chausson haben wir wie in einigen anderen Modellen auch ein sogenanntes Hubbett über der Sitzgruppe angeordnet. Dieses kann man elektrisch mit dem Tisch bei Bedarf runterfahren. Was die Liegefläche angeht, wir haben hier eine Breite von 1,60 Meter und eine Länge von knapp 2 Metern. Das heißt, Schlafen ist in Längsrichtung möglich. So, den Stauraum sollte man auch noch kurz erwähnen. Wir haben hier vorne 2 weitere Schubladen untergebracht. Haben hier oben Stauräume. Rechts auf der Seite das schöne Weinregal und direkt am Eingang links, am Haupteingang sozusagen, den Kleiderschrank zum Hängen. Bei Chausson auch sehr schön gemacht ist das Panoramafenster hier vorne mit der großzügigen Ablagefläche für Jacken, Taschen oder andere Dinge. Vielleicht noch ganz kurz zum Cockpit. Wir haben hier vorne das X-Cent-Radio von Chausson drin. Da gibt es vielleicht zu erwähnen, dass kein Navigationssystem inkludiert ist. Chausson stellt es frei mittels Speicherkarte an der rechten Seite, eine optionale Navi-Software dazu zu kaufen. Ansonsten haben wir das gewohnte Ford-Cockpit aus der neuen Serie. Ja, vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst die wichtigsten Daten. Wir haben Ford 170 PS Automatik. Wir haben serienmäßig Solaranlage und Markise an Bord, sowie Radio und Rückfahrkamera, Außendusche, Außengas und die Dieselheizung, die ab Werk verbaut ist. Das Fahrzeug gibt es bei uns zu kaufen für 72.645 Euro. Wir haben aktuell noch 2 Fahrzeuge auf dem Hof und das Modell ist nächstes Jahr bei Chausson wieder bestellbar.